Hey Leute, hier euer Leu am Start, heute mit einem Video zu dem Thema Stims. Wie benutze ich Stims richtig und was machen die Stims? Legen wir direkt mal los. Das wohl beliebteste Stim weit und breit ist das Propital. Mit dem Propital habt ihr quasi den besseren Stim des Morphins, weil der Propital gegenüber dem Morphin halt auch einfach noch einen Tier Health Regeneration Effekt gibt on top. Das heißt, ihr healt euch dementsprechend entgegen. Das ist sehr, sehr praktisch, weil in den meisten Fällen, wo man sich das Morphin geben würde, wo es halt schnell gehen muss, hat man halt auch schon Hits bekommen oder wird sie vielleicht noch kriegen. Daher ist das Propital definitiv die bessere Wahl. Wenn man das Ganze einfach mal noch preislich vergleicht, sieht man hier 11.500 Rubel, das Morphin 10.000 Rubel, also für die 1.000 Rubel mehr. Einfach noch einen Health Regeneration Effekt zu kriegen, ist einfach geil. Dann geht's weiter. Das ETG kostet ungefähr circa dreimal so viel wie das Propital, sogar jetzt fast gerade 3,5-mal so viel. Hat aber den Vorteil, dass das Ganze euch verdammt schnell euch nach oben healen kann. Das heißt, wenn ihr wirklich, wirklich Bock habt, ja, wenn ihr wirklich richtig Bock habt auf PvP, richtig rein in die Action wollt, dann ist das hier der richtige Stim für euch. Ihr habt natürlich die Möglichkeit dann mit Fight, egal wie viele Körperteile auf fast 0 HP sind, ja, ihr nehmt das ETG und ihr habt ratzifatzi, habt ihr wieder die HP voll und könnt direkt weitermachen. Müsst aber bedenken, das ETG hat keinen Pain-Effekt. Das heißt, wenn euer Bein tot ist, könnt ihr dadurch immer noch nicht sprinten. Das müsst ihr bedenken. Dann kommt das Melanin. Das ist mein absoluter Favorit, wenn es darum geht, für PvP irgendeinen guten Stim zu nehmen. Das Melanin hält 900 Sekunden. Das sind 15 Minuten. Das ist teilweise so lang, wie eine Runde bei mir geht. Das heißt, ihr habt hier einmal den Damage Taken, ausgenommen natürlich von dem Kopf. Ist um 10% reduziert. Das kann euch schon mal das Leben retten oder auch sehr oft tatsächlich. Ihr habt die Strength und Endurance hoch. Für diejenigen, die Endurance noch nicht max haben, Strength noch nicht max haben, habt ihr dadurch nochmal, könnt ihr dadurch schneller und weiter sprinten. Eure Stamina Recovery ist hoch. Und natürlich hier, wie es für Stims normal ist, Hydration und Energy Recovery ist ein bisschen down. Das heißt, ihr müsst ein bisschen aufpassen wegen Essen und Trinken. Vor allem, wenn ihr mehrere Stims kombiniert, ist das ziemlich wichtig. Dann haben wir noch den SG Labs. Absoluter Favorit, wenn ich auf Shoreline gehe. Ihr wisst selber, Shoreline ist eine Map, da muss man verdammt viel laufen. Und mit diesem SG 6 TG Labs könnt ihr fast selbst auf einem Level 1er Account fast auf einem Schwung bis zum Resort durchsprinten. Das hat mehrere Vorteile. Ihr habt mit höherer Wahrscheinlichkeit die Chance, da hinzukommen, und es ist noch nicht gelootet. Ihr habt den High Value Spawn von den Loot für euch. Ihr habt die Chance, direkt beim PvP mit dabei zu sein. Sanitar ist jetzt auch mittlerweile auf der Map und so weiter. Außerdem wollt ihr auch nicht eure Lebenszeit draußen in den Wäldern verschwenden. Ihr wollt eigentlich ins Resort looten und so weiter. Das heißt, das ist hier der richtige Stim für euch, wenn ihr auf Shoreline geht und das Resort looten möchtet. Ansonsten haben wir noch den Mew Stim. Der Mew Stim ist ziemlich, ziemlich praktisch, wenn ich weiß, zum Beispiel ich habe sehr oft ein Raid Backpack dabei oder einen Blackjack Rucksack, und wenn man dann mal zwei, drei Spieler tötet und die gutes Zeug dabei haben, zum Beispiel eine ACPC oder irgendeine Waffe, die ihr feiert, dann wird es ein bisschen schwer, das alles mitzunehmen und dann noch richtig zu laufen. Also ihr kennt selber die ganzen Anlaufschwierigkeiten, wenn der Delay einfach 3 Jahre ist, bevor ihr lossprintet. Wenn es einfach so ist, dass ihr fast gar nicht mehr sprinten könnt oder gar nicht mehr sprinten könnt, dann ist das ziemlich kritisch, daher der Mew Stim. Dann haben wir hier unten noch die Stims, die prinzipiell sind sie nicht schlecht, ich benutze sie trotzdem kaum. Das wäre einmal das Morphin, wie ich gesagt habe. Das Provital ist die bessere Variante davon, zum fast selben Preis, daher nehme ich das Morphin sehr ungerne. Dann haben wir das SG1 Labs für Endurance Strength, finde ich persönlich nicht so wichtig, wegen den paar Prozent mehr, also schneller und ein paar Prozent mehr Ausdauer, finde ich persönlich, ist mir egal. Dafür ist mir der Stim zu teuer, dann nehme ich lieber einen anderen mit. Dann das Adrenalin. Gleiche Sache auch in Endurance Strength. Ganz interessant ist hier vielleicht das Recoil Control plus 10. Das kann schon mal in einem Fight sehr gut sein, dass ihr das habt. Aber mir persönlich für die 60 Sekunden und für den Preis, die 15.000 oder was das immer kostet, ja, 15.000, ist es mir das einfach nicht wert. Das heißt, Adrenalin ist für mich auch eher einer der Stims, die ich einfach absolut nicht gern nehme. Dann haben wir noch das Zagustin. Eigentlich ein ziemlich guter Stim. Ich persönlich habe ihn eigentlich noch nie verwendet, aber was da steht, ist schon mal eigentlich ziemlich nice, und zwar stoppt dein Blattlass und hört, also sorgt auch dafür, dass ihr neue Blutung kriegt. Ich habe manchmal einfach diese Sniper-Shot ganz gäst, die hitten ein Körperteil und du bist komplett am Ausbluten, und mit so einem Stim könntet ihr mit einem Schlag die Blutung stoppen, ist vielleicht auch im PvP ganz nice, aber im Prinzip ist das eigentlich eine ziemlich nice Sache, vor allem wenn man jemand ist, der eigentlich ständig angeschossen wird und alles ist rot und alles ist am Bluten. Vielleicht einfach mal den Stim ausprobieren. Dann haben wir hier unten
die neuen Stims. Und da muss ich sagen, halte da bloß die Finger von weg. Ich finde diese Stims hier prinzipiell mal ziemlich schlecht. Ich wüsste selber nicht, was für einen Verwendungszweck das hätte für mich, was ich damit in einem Fight anfangen würde. Das sind einfach nur Stims, die so ziemlich die gleichen Effekte haben wie die hier oben, nur in einfach schlechter und mit größeren Drawbacks, mit größeren Nachteilen. Man sehe zum Beispiel das Optovolus, das hat einfach hier Damage Taken plus 20%. Ist ja schön und gut, dass der 1800 Sekunden hält, das ist eine ziemlich lange Zeit, aber die Nachteile davon, Memory, Intellect, Attention und so weiter, die Hydration, die Energie und ganz wichtig, der Damage Taken nochmal, um es zu sagen, 20%, das ist viel zu viel und ich habe für die da unten noch absolut keinen Nutzen gefunden. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, kommentiert, zeigt es euren Freunden, wenn ihr daran auch teilhaben lassen möchtet. Ansonsten, ich streame auch auf Twitch jeden Tag um 16 Uhr. Ihr erreicht mich unter Loim Unterstrich. Auch unten in der Beschreibung steht das Ganze. Würde mich darauf freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstige Sachen, Videovorschläge, einfach gerne in die Kommentare oder bei mir im Twitch-Chat vorbeischauen. Haut rein!